Matthias darf endlich Hand anlegen. Für mich war es auf jeden Fall ein angenehmes Gefühl, die Sabrina auch mal die Hand an sie zu legen. Bei Nils gibt es eine ganze Menge Drama. Das jetzt zu hören, ist ein bisschen, ja, komisch. Und Hubert denkt schon an seinen Tod. Aber das hätte als der Gedanke wieder einen guten Effekt gehabt, dann hätte sie mich wiederbeleben müssen mit Mund-zu-Mund-Beatmung. All das und noch einiges mehr gibt es in der neuesten Folge von Bausefrau 2021, meinem ganz persönlichen Trash-Highlight des Jahresendes, das ich natürlich deswegen auch wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Zuerst gucken wir heute mal bei Matze vorbei, bei dem Eileen ja gestern leider in einer Gefängniszelle schlafen musste und dann auch noch viel zu wenig Schlaf abbekommen hat. Dann warst du noch nicht müde genug. Dann müssen wir heute nochmal alles dafür geben, dass du richtig müde wirst. Genau, und damit meint Matze natürlich nicht, dass Eileen einen schönen Tag hat oder wenigstens kurz auf Toilette gehen darf oder was essen oder so. Nein, es gibt direkt einen wundervollen Teil der Hofarbeit zu bestaunen. Wir haben so hier sogenannte Abscheider. Die müssen wir mal sauber machen, da sind Klumpen mal drin. Oh, klasse. Und beim Abscheider, finde ich, ist nicht nur das Wort schon wirklich schön, sondern Eileens Arbeit sieht dann auch wirklich genauso eklig aus, wie man sie sich vorstellt. Ja, Eileen ist auf jeden Fall bei der Aufgabe nicht auf den Kopf gefallen. Allerdings, und das fand ich ja sogar irgendwie cool, hat Eileen es dann einfach durchgezogen, ohne zu klagen. Dann darf sie ja vielleicht bald nochmal einen anderen Abscheider von Matze. Ja, es sieht eklig aus, aber ich habe in der Hinsicht keine Berührungsängste. Und zur Belohnung gibt es dann zwar immer noch nichts zu essen, aber immerhin schon mal einen Kaffee mit einem ganz klein bisschen Zucker. Viel, ne? Ja. Noch mehr? Immer weiter. Und weil Eileen so eine Süße ist, muss Matze das Ding dann sogar noch aufschreiben und immer mehr Zucker reinschaufeln, bis am Ende quasi wirklich der Löffel steht. Soll ich das ganze Glas einschütten? Ja, reicht. Dass es ansonsten übrigens nichts zum Frühstück gibt, das passt Eileen eigentlich ganz gut in den Kram, denn die isst eher abends, da dann aber natürlich deftig. Ja, ich könnte abends schon 3 Schweine essen, ja? Na, da ist sie bei Schweinebauer Matze ja auch genau richtig und der nimmt sie dann auch gleich mal in den Stall, damit sie die niedlichen Tiere ein bisschen streicheln kann, während die versuchen, sie aufzuessen. Allerdings sind Schweine ja nicht völlig umsonst bekannt für ihre Fairness und deswegen beißen sie natürlich nicht nur Eileen, sondern auch ihren Besitzer Matze. Au! Au! Naja, und was macht man dann natürlich, während man offene Schweinebisswunden hat in einem relativ stinkigen Stall? Richtig, man flirtet. Für die jetzt das Leckerchen. Deins auch? Klar, gerne. Und dass Matze wirklich sehr angetan von Eileen ist, das merkt man dann nicht zuletzt daran, dass er auch ziemlich schnell körperlich mit ihr werden möchte. Wenn es in dem Tempo weitergeht, haben sie in 2 Folgen dann, glaube ich, schon 9 Kinder. Ist ein Lobküsschen. Habt ihr jetzt die Probezeit bestanden? Nein, die wird noch weiter verlängert. Da die Drehbuchautoren dieses Jahr bei Bausefrau irgendwie so gar keinen Bock zu haben scheinen, machen ja irgendwie alle Bauern das Gleiche. Deswegen kann die folgende Aktivität uns irgendwie in dieser Staffel auch nicht mehr so richtig überraschen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du auch Radlader fahren kannst. Damit Eileen das aber auch schaffen kann, bekommt sie von Matze dann eine richtig tolle Einweisung. Vermutlich war der in seinem früheren Leben Fahrlehrer. Lenkrad ist klar, ne? Bremse, Gas. Eileen macht das aber wirklich und ohne Ironie richtig, richtig gut. Und da will Matze sie natürlich belohnen. Achtet du doch mal genau darauf, wo seine Hand so ist. Perfekt. Ja, und man hat das Gefühl, in Matzes Kopf spielen sich schon so einige weitere Szenen des Tages ab. Das Wort eng scheint es ihm jedenfalls schon mal angetan zu haben. Am liebsten würde ich mit Aline den ganzen Tag eng in der Kabine zusammensitzen. Also eng ist gemütlich. Aber, und das ist natürlich auch wichtig, Aileen ist genauso überzeugt von Matze. Und eigentlich gibt es ja wirklich jedes Jahr mindestens eine Bauersuchtfrau-Hochzeit. Vielleicht sind das ja die dieses Jahr. Matze ist auf jeden Fall ein guter Lehrer und ich fühle mich mega wohl in seiner Nähe. Und dann möchte Matze Eileen auch noch einen ganz großen Traum erfüllen. Die möchte nämlich endlich Instagram-Model werden. Du hast dir doch was von mir gewünscht. Du wolltest noch ein paar Bilder machen. Ja. Und weil Eileen auch die Höhe sehr mag, möchte Matze sie deswegen mit einem Teleskop leider ganz nach oben fahren. Toll, ich finde, das sieht auch wirklich extrem sicher aus. Und wenn was ist, schreist du einfach ganz laut. Halt dich fest. Glücklicherweise überlebt Eileen das Ganze dann allerdings trotzdem und darf endlich von oben mal alles angucken. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich da richtig liege, aber das ist doch der Intro-Song von Deep Space Nine, oder? Und Eileen gefällt es da oben dann offenkundig richtig, richtig gut. Die möchte gar nicht mehr runter.
Bring mir was zu essen hoch, dann bleib ich auch hier. Nee, ich hab dich lieber in meiner Nähe. Kaum, dass Aline unten ist, scheint sie dann so zu überwältigt zu sein, dass es zwischen ihr und Matze nochmal körperlicher wird. Ich bleib dabei. 9 Kinder in 4 Folgen. Das war schön. Ach toll, aber dazu gehören natürlich auch wieder 2. Aber was soll ich sagen, Aline ist mindestens genauso begeistert. Das hat Spaß gemacht. Okay, als nächstes möchte ich dann gerne mit euch zu Hubert gucken, der gerade mit seiner Andrea etwas entdeckt hat, was es so wohl in Bayern noch nirgendwo gegeben hat. Nämlich eine Blumenwiese. Oh, das sieht so toll aus. Da gibt's einiges von Blüten, die man essen können. Was? Ja, genau, Hubert. Und ich meine, das ist jetzt auch wirklich nicht besonders ungewöhnlich, oder? Also aus Blüten kann man zum Beispiel einen richtig leckeren Salat machen. Im Salat? Ja? Probierst du dann? Ich überlege jetzt gerade, was man da essen könnte. Naja, laut Andrea so ungefähr alles. Dann muss man das jetzt natürlich nur noch irgendwo transportieren. Und ich muss an der Stelle wirklich mal loswerden, dass ich echt immer ziemlich niedlich finde, wie die beiden miteinander reden. Hier, du hast doch deinen tollen Hut. Den können wir nehmen zum Einsammeln. Wirklich, oder wie? Ja. Hubert findet dann aber noch eine ganz andere und romantischere Variante, wie man auch eine Blüte transportieren kann. Der ist schon manchmal wirklich lieb. Ja, das ist schick. Schaut auch ein Tier schön aus, ja? Ja, schau her. Zu Hause angekommen, macht Andrea dann auch einen wundervollen, leckeren Blütensalat und man sieht richtig, wie der Hubert schmeckt. Er ringt quasi schon direkt mit dem Geschmackstod. Was ist das Giftige? Ja, aber selbst vergiftet zu werden und eventuell zu sterben, ist für Hubert in Andreas Gegenwart eine schöne Vorstellung, denn auch so könnte er ihr ja näher kommen. Aber das hätte als Hintergedanke wieder einen guten Effekt gehabt, dann hätte sie mich wiederbeleben müssen mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Zusammen mit ungefähr 17 Kilo Grillfleisch schafft es Hubert dann übrigens doch noch, den Salat irgendwie runterzuwürgen und er findet auch wieder wirklich schöne Worte für Andrea. Ja, die Andrea verzaubert natürlich gerade mein Leben, macht mein Leben ein bisschen süßer. Toll, und dann können wir ja direkt weiter zu Nils geben, der bekanntermaßen relativ großer Sportfreak ist, was er natürlich am Morgen gleich mal wieder durchziehen muss. Mir ist es schon in der ersten Sekunde aufgefallen, dass er sehr gut gebaut ist. Naja, aber auch Nils Hofdame ist jetzt nicht unbedingt unsportlich und möchte sich deswegen mal an dem Klimmzug versuchen. Und was soll ich sagen, sie schafft alleine genauso viele wie ich? 0. Okay. Aber das ist ja auch nicht so schlimm und außerdem hat Sabrina eben auch ihren Sport, den sie richtig gut kann und den möchte sie uns gerne auch direkt mal vorführen. Und habe ihm mal gezeigt, wie es funktioniert und ich denke mal, ihm hat es auch sehr imponiert. Ja, und ich glaube, jeder, der schon mal probiert hat, kann bestätigen, Hula Hoop kann ganz schön anstrengend sein. Nils sieht das allerdings anders und ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber ich fand das nächste schon ein bisschen gemein von ihm. Das ist für mich kein Sport, das ist für mich ein kleiner Spaziergang oder so. Also sportlich passt mir schon mal überhaupt nicht. Na gut, am Ende raufen sie sich dann aber doch noch zusammen und machen einfach gemeinsam an verschiedenen Sportgeräten was. Wundervolle Geräuschuntermalung von RTL inklusive. Später am Tag soll es dann auch noch einen gemeinsamen Kuhtrieb geben, für den Sabrina schon mal die richtigen Handgriffe lernt. Naja, und solange sie das nicht mit den Beinen macht, ist ja alles gut. Also Arme auseinander. Arme auseinander, ja. Okay. Gut. Und außerdem wichtig ist auch noch, dass man dabei ein bisschen was ruft, damit man von den Kühen überhaupt bemerkt wird. Und da finde ich immer faszinierend, dass wirklich jedes Bundesland gefühlt so seinen eigenen Begriff für sowas hat. Hoppa, 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 hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Danach sollen einige der Kühe dann auch noch neue Ohrmarken bekommen und da möchte Nils ebenfalls, dass Sabrina ihm hilft. Und ich weiß, ich bin's wahrscheinlich wieder ganz alleine auf der Welt, aber ich finde auch dieser Dialog klingt wieder ein ganz kleines bisschen komisch. Okay. Du dann das Loch suchen und dann steckt sie das so rein und dann richtig fest zudrücken. Sabrina findet das Loch schneller, als Nils es wahrscheinlich gekonnt hätte und kommt auch richtig gut rein. Okay, ich bin drinnen. Du Pätzchen. Ja. Ja, unglaublich. Davon ist Nils dann natürlich auch wieder mehr als beeindruckt. Und ganz ehrlich, diese Dialoge, ich weiß, RTL macht das echt absichtlich. Ich wollte unbedingt dieses Loch treffen und hatten sich allergrößte Mühe gegeben. Allerdings, und ich fand, das merkte man schon bei den ganzen anderen Dialogen davor, scheinen bei Nils doch ein paar dunkle Wolken aufgezogen zu sein. Denn so richtig euphorisch, wie zum Beispiel beim Scheunenfest, redet er nicht mehr über Sabrina. Ich finde Sabrina sehr nett, aber ist Romantik ist für mich noch nicht im Spiel dabei. Und deswegen, und das ist ja wieder gut, hat Nils sich dann auch vorgenommen, mit Sabrina darüber zu reden. Hat sich von ihr aber natürlich vorher nochmal einen Kuchen backen lassen. Ich weiß, dass so ein Gespräch schwierig sein kann.
Für beide Seiten. Ja, das Schwierige bei sowas ist natürlich, dass man erstmal so ein bisschen gucken muss, wie der andere eigentlich fühlt. Also, Sabrina, wie sieht's bei dir in Bezug auf Nils so aus? Da finde ich schon, dass es bei mir so ein bisschen heranwächst. Toll! Oder zumindest, es wäre toll, wenn Nils das halt genauso sehen würde. Aber auch dieses Geständnis von Sabrina ändert leider an seiner Meinung erstmal gar nichts. Sagen, also das hat sich jetzt, bei mir habe ich jetzt noch nicht so Gefühle richtig für dich entwickeln können. Das ist dann auch tatsächlich etwas, mit dem Sabrina offenkundig so gar nicht gerechnet hat. Schade, ich fand die beiden echt ziemlich süß zusammen. Das jetzt zu hören ist ein bisschen... ja, komisch. Allerdings muss ich auch sagen, dass Nils mit seiner nächsten Äußerung natürlich schon irgendwie recht hat. Blöd finde ich es aber trotzdem. Ich kann Liebe nicht erzwingen, entweder es passiert oder es passiert nicht. Und bei mir passiert einfach nichts. Bei Golfplatzbesitzer Peter gibt es dann, wie ich finde, sowas wie das achte Weltwunder. Denn er hat ein Geschenk für seine Hofdame. Und es sind nicht mal Arbeitshandschuhe oder so. Ein neues Outfit. Und das sind keine Arbeitsklamotten. Genau, denn es ist ein wundervolles Golf-Outfit und dabei hat er scheinbar auch noch genau Kerstins Größe erwischt. War jetzt allerdings vielleicht auch nicht die größte Herausforderung. Bei mir ist ja auch nicht so schwer das Kleinste. Peter macht dann gleich nochmal deutlich, warum er Kerstin eigentlich unbedingt mal in dem Fummel sehen wollte. Dieser kleine Schlawiner. Ich finde Kerstin im Golf-Outfit schon heiß. Und dann geht's auch direkt zum Golfplatz und Peter zeigt Kerstin direkt mal, worauf es so ankommt. Er hat da wohl so gewisse Vorlieben. Meine breit Arsch raus. Das kann ich. Das kannst du. Gut. Peter nutzt dann natürlich auch gleich mal ein bisschen die Aussicht, um das besser bewerten zu können und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. Mit dem Arsch kann sie es auf jeden Fall sagen, also. Peter möchte dann natürlich übrigens auch ein sehr guter Golflehrer sein und deswegen fassen sie gemeinsam den Schläger an. Wobei seine Hände gefühlt sowieso einfach überall sind. Ich glaube, die Hilfestellung ist normalerweise nicht der Fall. Na gut, und ich meine, nach so einer krassen Unterweisung und Hilfestellung muss es jetzt ja beim Golfen von Anfang an richtig gut laufen. Oder halt auch nicht. Insgesamt, und ich bin der Experte, ich habe nämlich auch schon mal zwei Löcher beim Golf gespielt und das ist kaum 15 Jahre her, muss man aber sagen, dass Kerstin sich ganz gut angestellt hat. Peter ist auf jeden Fall beeindruckt. Shahid, perfekt. Respekt. Am nächsten Tag gibt es dann für Peter eine richtige Überraschung, weil Kerstin hat ihre Schwester und den Hund der Familie zu sich eingeladen. Und der hat entweder sehr viel Fell oder doch ein bisschen Übergewicht. Sam, Family. Mit Hund. Genau. Meiner. Schön auslassen. Bibi. Kerstins Schwester, bei der die Familienähnlichkeit übrigens wirklich relativ krass ist, möchte natürlich dann von Peter wissen, wie ernst es ihm eigentlich ist. Und der findet da schon sehr deutliche Worte. Und ich möchte jetzt bitte auch Torte essen. Ich denke schon, dass es ein bisschen knistert. Ich weiß es nicht. Also meinerseits schon. Kerstins Schwester ist dann von ihm auch wirklich sehr beeindruckt und findet auch nur positive Worte. Und ich muss nochmal auf die krasse Familienähnlichkeit hinweisen. Er ist sehr offen, auf uns zugehend, freundlich, sympathisch. Nach dem Gespräch möchte sich Kerstin natürlich dann mit ihrer Schwester besprechen und Peter merkt das sofort und denkt sich eine super Ausrede aus, warum er jetzt weg muss. Und wir erinnern uns noch mal ganz kurz gemeinsam daran, dass diese Staffeln bei RTL eigentlich immer im Hochsommer gedreht werden. Hier muss ich mal schnell schauen. Nach der Heizung. Ich glaube, die ist ja stehen geblieben. Und während Peter dann die Rohre der Heizung neu verlegt, sagt Kerstin nochmal, dass sie sogar schon zu Peter ziehen würde. Wow, krass, schon wieder ein Happy End. Wenn es jetzt mit dem Peter passt, war das für mich kein Thema, da herzuziehen. Als nächstes wollen wir dann mal zu Enno gucken, der bei der Hofwoche eigentlich seine beiden Bewerberinnen weggeschickt hat und dann später auf dem Scheunenfest doch noch eine andere kennengelernt hat. Könntest du dir vorstellen, die Hofwoche bei mir zu verbringen? Ja. Ja. Nicht schlecht. Genau, und um Kim dann schon beim Abholen vom Bahnhof zu überraschen, kommt Enno natürlich nicht alleine, sondern er bringt auch noch seine Gang mit. Natürlich hoffe ich, dass hier diese Überraschung mit meinem Motorradclub gefallen wird. Na, und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob Enno das vorher wirklich nicht gewusst hat, aber das passt ja wirklich wie Faust aufs Auge. Denn Kim hat sich nicht nur passend angezogen, sondern da auch schon einige Erfahrungen. Bist du auch schon mal ein Motorrad gefahren? Ja, ich habe ein eigenes. Oh, nicht schlecht. Nun ist natürlich allerdings ein Koffer zu transportieren gar nicht so einfach auf einem Motorrad. Zum Glück hat Enno ja aber seine Sklar, ich meine seine Kollegen vom Motorradclub. Und mein Köfferchen? Da haben wir den André für. Ah ja. Nehme ich, Bruder. Ein Vorteil, den Motorrad wiederum bietet, ist natürlich eine gewisse körperliche Nähe beim Reisen. Gar nicht so dumm überlegt. Kim hat mich auf dem Motorrad gut umklammert. Als erstes zeigt Enno dann natürlich mal stolz seinen Hof und auch das Zimmer, in dem Kim dann schlafen soll. Ihre Begeisterung ist ziemlich genau auf der Mitte der 10er-Skala. Die Einrichtung
ist ungefähr wie bei meiner Mutter daheim. Und dann hat Enno sich noch was einfallen lassen und kocht richtig schön für seine Kim. Und zwar wieder völlig absurd viel zu kleine Pizzastücke. Die sehen aber lecker aus. Enno macht dann aber gleich auch nochmal deutlich, dass das jetzt nur eine einmalige Sache ist. Das Küchenzepter gibt er nämlich eher gerne ab. Aber nächstes Mal bist du dran. Ah, so läuft das also. Ja. Danach schaut man dann mal nach den Rindern und das ist bei Ennos Hof schon ein bisschen besonders. Denn die Tiere haben keine festen Stallzeiten und dürfen einfach hin, wo sie wollen. Schau, wie viel Platz die haben. Die können hier überall da hinten auch auf die Weide. Ja. Kims erster Eindruck ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und das muss ich ja auch immer mal wieder anerkennen. Also die Trefferquote bei Bausefrau ist schon ziemlich krass gut. Also Enno hat bei mir definitiv eine Chance. Wenn er so weitermacht, sage ich jetzt einmal. Auch beim nächsten Bauern startet die Hofwoche dann jetzt erst. Nämlich bei Olaf, der auch nochmal alles richtig schön sauber macht. Wenn ich Frauen besuche, bekomme ich, na klar, dann möchte ich einen guten Eindruck hinterlassen. Und Olaf hat ja außerdem vor seinem inneren Auge auch noch für wen er diese Arbeit eigentlich auf sich nimmt. Wobei es um sein Gedächtnis wohl nur so mittelmäßig gut bestellt ist. Ich freue mich, die Bettina gleich wiederzusehen und bin gespannt, ob ich sie erkenne. Naja, vielleicht hätte sich Olaf darüber aber weniger Gedanken machen sollen und stattdessen lieber ein bisschen schneller hinfahren. Denn er kommt irgendwie einfach mal eine solide halbe Stunde zu spät. Ich hab schon gemeint, du kommst gar nicht mehr. Hi. Hi. Die ersten Lebewesen, mit denen Bettina dann allerdings intensiveren Kontakt auf Olafs Hof aufnimmt, das sind ausgerechnet die Hunde. Oh, wenn das Thorsten ohne Haar sehen könnte. Man muss aber auf jeden Fall festhalten, Bettina und die Hunde verstehen sich jetzt schon richtig gut. Also wenn das mit Olaf nichts wird, dann können sie einfach die heiraten. Sind eigentlich ein ganz tolles Team jetzt schon, Hunde und ich. Danach zeigt Olaf dann erst einmal sehr stolz seinen Besitz und ich finde, das kann er auch, denn da gibt es unter anderem eine wirklich coole Bademöglichkeit. Sogar wieder mit einem sehr stylisch positionierten Hund. Hast du da einen Schwimmteich? Willst du mal sehen? Oh mein Gott, ist das schön. Und dann hat Olaf auch wirklich gar keine Mühen gescheut und hat auch noch wundervoll ein ganzes kleines Ferienhäuschen für Bettina vorbereitet. Wobei, streng genommen eigentlich eher nicht er. Und, hast du das alles so schön hergekriegt für mich? In Gedanken ja, aber ich habe es machen lassen. Naja, aber die Inneneinrichtung, die hat ja schon er gestaltet und die ist durchaus relativ romantisch. Man merkt, er möchte definitiv nochmal die große Liebe finden. In weiser Voraussicht. Ist der Hellseher. Manchmal. Bettina ist dann von dem ganzen Haus zwar ziemlich angetan, aber es ist natürlich ein bisschen klein und außerdem denkt sie auch schon an die Zukunft. Toll, da kann sich Olaf ja schon auf was einstellen. Wenn wir dann nochmal einen Krach haben oder so, dann ziehst du da ein. Echt? Ja, logisch. Seltsamerweise muss Bettina dann übrigens gar nicht die ganze Zeit arbeiten oder irgendeinen Ausfluss auslecken oder so, sondern sie darf sich erstmal umziehen. Hat sich aus Olafs Sicht allerdings auch gelohnt. Noch schicker ohne Hut. Man tut, was man kann. Dann komm mal. Na gut. Dann trinken die beiden ein bisschen gemeinsam, genießen den Abend und werden wieder von den Hunden bestürmt. Allerdings gibt es leichte Kommunikationsschwierigkeiten. Guck mal, die Hunde mögen dich auch. Ja, das wundert mich nicht. Die darf mir als Hund haben. Ja gut, und ich glaube, die meisten von uns haben es jetzt wahrscheinlich verstanden. Aber Olaf hat so seine Probleme mit dem Bayerischen. Aber kein Problem, kann man sich ja erklären lassen. Hund Amming? Ich würde mich als Hund Amming. Ach so. Jetzt möchte Olaf das aber eigentlich mal ganz genau wissen. Wie ist es denn eigentlich im Ausland, also in diesem Bayern? Leben da eigentlich auch echte Menschen? Wie werden die Nachrichten eigentlich in Bayern gesprochen? Bayerisch oder Deutsch? Normal. Okay, bevor wir jetzt zu meinem absoluten Highlight heute, Matthias, kommen, wollte ich dich noch mal ganz kurz einladen, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Hat null Risiko und du verpasst dir definitiv nichts mehr. Aber gut, dann wie gesagt, ab zu Matthias, dessen Favoritin Melina ja in der letzten Folge abgereist ist, was er sich jetzt ein bisschen schön redet. Ich bin sehr happy, dass ich mit der Sabrina jetzt die Tage noch verbringen kann. Ja, und um die Zeit dann richtig effektiv und romantisch zu nutzen, macht Matthias natürlich das, was er immer macht. Es gibt wieder Arbeit zu tun. Wir fahren an die Halle. Mhm. Dann laden wir da ein paar Heuballen ein. Schön. Übrigens auch, wie krass unterschiedlich die beiden angezogen sind. Aber wie auch immer, Sabrina darf dann sogar selbst den Trecker fahren und hat ein bisschen Angst davor. Also als ich rückwärts fahren musste, habe ich natürlich schon mir Gedanken gemacht, ob ich hier nicht gleich irgendwo im Graben sitze. Nein, und nach ganz kurzer Zeit entpuppt sie sich auch wieder als absolutes Naturtalent und brettert mit der gleichen Geschwindigkeit rum wie die Jungbauern hier in der Gegend, die gerne mal Hunde tot fahren. Nur einparken, das muss Sabrina vielleicht doch noch mal üben, denn das macht sie ziemlich unglücklich vor einer Riesenpfütze.
Zum Glück ist Matthias aber ein echter Gentleman und trägt Sabrina deswegen aus dem Traktor und hat von den Geräuschen her dabei sein erstes sexuelles Erlebnis. Jetzt bist du trotzdem. Oh Gott. Dann schauen die beiden nochmal gemeinsam die Wiese an, wo sie ja erst gestern ein Kalb gefangen und ihm eine neue Ohrmarke verpasst haben, das jetzt noch einen Namen braucht. Schön, wie kreativ Sabrina bei sowas ist. Mit K. Mit K. Karl der Große. Ja, Karl Kalb der Große, der wirklich perfekte Name für so ein winziges Tier, das da auch ungefähr so gar keinen Bock drauf zu haben schien. Karl! Komm mal! Guck mal, er guckt wirklich. Dann passiert auch bei Matthias ein echtes Wunder, weil er möchte jetzt ein bisschen Freizeit zusammen mit Sabrina verbringen und hat dafür sogar so einiges vorbereitet. Mit Herzchen? Ja. Menschenskinder. Romantiker hier. Das Ausflugsziel Baggersee, das hat sich Matthias aber natürlich auch wieder ausgesucht, weil er ein bisschen die Aussicht genießen möchte. Und die ist jetzt wirklich gar nicht so schlecht. Aber Matthias macht dann nochmal deutlich, dass es für ihn wirklich ausschließlich auf den Charakter ankommt. Und deswegen zählt er die wichtigsten Charaktermerkmale von Sabrina auch nochmal auf. Sie hat einen flachen Bauch, sie hat eine Oberweite, sie hat die schlanke Beine. Sabrina findet das aber völlig okay und hat natürlich auch kein Problem damit, dass Matthias sie anguckt. Eher im Gegenteil. Also wäre jetzt ja auch schlimm, wenn er sagen würde, interessiert mich ja nicht die Alte. Und dann geht's auch schon ab in den Baggersee, der wohl irgendwie ziemlich kalt ist. Oder der Anblick von Sabrina macht mit Matthias komische Dinge. Oh, das will ich denn. Oh. Auch Sabrina kommt dann aber natürlich sofort ins Wasser, aber dann gibt es einen medizinischen Notfall. Glücklicherweise überlebt sie aber knapp. Stopp, ich hab einen Krampf. Wo? In welchem? Im linken. Ist weg. Und dann genießen die beiden einfach ein bisschen die Zeit im Baggersee. Und ganz ehrlich, das haben sie sich dann auch mal verdient. Ja, ist einfach toll. Könnte ich mir öfter vorstellen. Der große Nachteil von stehenden Gewässern im Sommer ist aber natürlich, dass es da in der Regel relativ viele Insekten gibt. Oder Matthias meint was ganz anderes, ich bin mir da nicht so sicher. Das haben die Stecher von jeder Seite, von oben, von unten, von hinten, von vorne. Oh nein, die arme Sabrina, die kriegt es jetzt wirklich von hinten und von vorne. Matthias weiß da zum Glück ein todsicheres Gegenmittel. Ich glaube, ab 3 Promille stechen dich die Schnaken nicht mehr. Weil es sonst Blöd, denn das bedeutet wohl, dass Sabrina einfach noch nicht besoffen genug ist oder sehr süßes Blut hat. Kannibalen! Zum Glück ist Matthias ja aber super vorbereitet, denn er kann ja einfach was auf Sabrina draufspritzen. Und nein, das hat er wirklich so gesagt. Erst nehme ich einen Spritzer. Dann spritze ich dich ein. Und dann nutzt er auch noch die Gelegenheit, um das Ganze ein bisschen zu verteilen, was er drauf gespritzt hat. Und nein, das sind hier keine doppeldeutigen Anspielungen. Ich sag nur, was da passiert. Für mich war es auf jeden Fall ein angenehmes Gefühl, die Sabrina auch mal die Hand an sie zu legen. Leider scheint das dann aber doch ein bisschen zu spät zu sein. Und Sabrina wird wahrscheinlich nie wieder so hübsch sein wie zuvor. Also jetzt habe ich hier nur einen Stich, ne? Nee. Wird noch verwandelt. Zum Oxoteil. Tja, und das war's dann leider auch schon wieder für diese Folge Bausucht Frau 2021. Aber auch die nächste wird nochmal richtig gut. Denn Matze möchte von Aline die Wahrheit hören. Und dabei in die Augen gucken. Okay. Da kannst du nämlich nicht lügen. Und bei Matthias und Sabrina gibt's ganz besonderen Sport. Meine Möpse wackeln. Super. Dann würde ich mich jetzt echt noch sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Und natürlich habe ich auch heute einen Weihnachtsgeschenketipp für dich. Und zwar dieses wundervolle Buch mit unnützem Wissen hier, mit dem man auf jeder Party dann mit so wichtigen Fakten angeben kann, wie zum Beispiel, dass vergiftete Ameisen immer nach rechts fallen. Der Link dazu ist natürlich wie immer oben in der Videobeschreibung. Und wenn du sowieso vorhast, was auf Amazon zu kaufen, dann mach's doch einfach, nachdem du auf den Link geklickt hast, weil dann verdiene ich immer ein kleines bisschen mit, ohne dass du mehr bezahlen musst. Aber gut, das musst du natürlich jetzt sowieso wieder machen, denn sonst kommen auch bei dir die Stecher von oben, von unten, von hinten und von vorn.